So, Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich erneut, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, die König. Rang 5 Schlachtschiff bei den Deutschen. Das war meine Aussprache ein bisschen arbeiten. Vielleicht sollte ich so einen Moderationskurs belegen oder so. Ich habe die Spezifikation jetzt nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ich hab sie vergessen, denn ich bin ja schon so viele Schiffe gefahren. Normalerweise mache ich mir kleine Zettelchen. Und schreibt mir so die wichtigsten Sachen auf und liest das dann ab. Ich meine, warum auch nicht? Wie soll man sich das alles merken? Dazu muss man ja das Schiff irgendwie ewig auch fahren. Ich meine, ich fahre nicht relativ lange, nur ich habe jetzt hier verschiedene Schiffe da in meinem Setup, also. Von daher, einfach das ältere Video angucken, da gebe ich alles an. Ich glaube, ich weiß nicht, das Ding eh gefahren hier bisher. Oder mittlerweile. So, gucken wir mal, was sich hier auftut an Chancen. Freedom Road. Na, da kann ich natürlich nicht rüber schießen. Da brauche ich doch mal so einen Aufklärer wie bei der Kongo, wo man auch ein bisschen höher und weiter zielen kann. Dementsprechend seine Geschütze ausrichten kann. Bei dieser Karte hier, da war ich eigentlich, ich glaube, ich bin noch nie in die andere Richtung gefahren. Also ich kann mich nicht entsinnen jedenfalls, weil ich meistens diese hier rechtsseitig fahre. Selbst wenn wir von der, also wenn wir von der anderen Seite starten, natürlich linksseitig, weil hier natürlich schon die ersten Fische kommen, die man sich hier angeln will. Ich hoffe, das sitzt halbwegs. Viel Schaden ist es nicht, wenn man sieht, was da so hochpoppt. Und man kann halt nicht alles haben. Ich warte eigentlich auf leichtere Schiffe, Kreuzer und dergleichen. Gut, für Zerstörer hatte ich jetzt falsche Munition drin. Also die würde ich wahrscheinlich nicht gleich versenken. Der ist alles weg hier. Mal gucken hier, dass ich den irgendwie wegkriege hier. Schnell einen Kill lacken, so wie es jeder tut. Könnte das was werden? Oh. Würde eigentlich einer ein guter Treffer reichen. Das geht ja voll vorbei. Oh, scheiße, da ist noch einer. Das erinnert mich an ein Gefecht, welches ich letztens zusammen mit Kaiser Franz hatte. Genau diese Karte. Und an der Ecke hing eine Nassau. Wir sind mit denselben Schiffen gefahren. Also ich jetzt hier auch mit der König und sie, glaube ich, mit der Kongo. Und hier hing eine Nassau. Die habe ich auch so versenkt. Das war ein richtig geiles Gefecht. Natürlich habe ich nichts aufnehmen können, beziehungsweise hab nichts aufgenommen. Das war einfach bombastisch. Ich habe drei Schiffe versenkt und zwei sind so nah dran gewesen, ich habe zwei mit Sekundär versenkt. Das war schon richtig schräg. Eigentlich sollte ich die Isokase zuerst nehmen, aber dann machen wir es mal. Stirb! Scheiße, wird er rückwärts? Manchmal ist es auch schwierig, irgendwie eine richtige Position zu finden. Da denkt man, ja, das sind glatte Treffer und dann sieht man eigentlich, wie die ganze Zeit die Geschosse vorbeiziehen. Ja. Es ist auch blöd, dass es eigentlich sowas gibt wie Premium-Tarnbemalung, wo dann irgendwie die Schussrate oder generell Tarnbemalung, wo die Trefferchance etwas verringert wird, ist ja eigentlich unsinnig. Ne? Torpedos auf Backbord. Oh fuck. Oh fuck. Torpedos auf Backbord. Wir sind Geschwindigkeit bremsen hier. Oh, jetzt bin ich Glück gehabt. Ja. Jetzt fährt er rückwärts. Also muss ich irgendwie noch versenken, das regt mich richtig auf. Die Kaiser zum Beispiel nervt mich überhaupt nicht, weil sie mich gar nicht beschießt. Von daher ist sie mir nicht wirklich egal, aber wenn man jetzt unbedingt killgeil ist, dann würde ich mir die jetzt nicht raussuchen wollen. Ich würde gerne noch auf den Kreuzer weiter ballern, falls er überhaupt noch lebt. Aber er scheint noch zu leben. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon versenkt wurde. Mit der höchstens ein Treffer. Was ist das für eine Kacke hier? Da ist er. Da fährt er immer noch Freedom Road. Oh Mann, ey.
Das muss ich auch bald mal gegensteuern hier, sonst bin ich am harten Ende. Irgendwie hier, das muss jetzt doch mal sitzen hier. Weil so kann man schlecht Zitadellentreffer reinhauen. Er schießt ja noch. Das ist halt scheiße, der Nebel macht das alles viel ungenauer. Roni. Roni heißt ja Roni. Das ist schon wieder. Ich will den Tod sehen. Und das wird schon wieder sowas sein. Ich feuer hier. Alle feuern sie jetzt rauf. Aber guck mal, keiner trifft ihn. So richtig. Und ich den jetzt natürlich. Ey, jetzt dreht er sich aber. Wappa! Ja, gut, das war. Das konnte der einfach nicht mehr aushalten. Drei Treffern, ist ja klar. Aber gut, der ist weg. Jetzt kann ich mich auch um die Kaiser kümmern. Ich werde nebenbei zum Cap-Punkt fahren. Die ist natürlich etwas leichter zu treffen, weil sie recht nah jetzt ist und natürlich auch viel Angriffsfläche bietet. Zack, zack, zack. Sieht ganz nett aus. Aber es ist natürlich auch sowas. Ja, ist eigentlich so ein Rennen um den Kill hier. Das ist ja bei allen so. Jeder will den irgendwie killen. Ist ja irgendwie logisch. Und wenn man natürlich auch noch dabei sein will, dann muss man doch jetzt bald mal zulegen. Bisschen niedriger zielen, aber ich glaube, das war immer noch zu hoch für eine Zitadelle. Also zu weit vorne. Ich mache ehrlich gesagt nicht allzu häufig, also ich mache schon mal, aber nicht allzu häufig Zitadellentreffer auf Schlachtschiffe. Der ist gleich weg. Wupp. Hat sie ihn zerfetzt. Nur 12 Treffer bisher, mein Gott. Ich hatte schon Gefechte. Wie gesagt, dieses besagte, welches ich vor kurzem mit Kaiserin Franz hatte. Wo wir da echt, also das war wirklich Wahnsinn. Ein Schiff nach dem anderen versenkt und die kamen alle auf mich zugerast. Und die waren auch mal von dreien umgeben. Ich habe jetzt nicht jeden davon versenkt, habe aber halt mitgeholfen, meine Zuki, und der hat ja geballert wie blöde. Und da war natürlich, da hatte ich mehr Sekundärtreffer. Ich glaube, ich hatte 76 Sekundärgeschütztreffer. Und ja, um die 60, 61 mit der Hauptartillerie. Das war natürlich echt, das war ein krasses Gefecht. Flugzeuge hatte ich keins abgeschossen, da waren nämlich keine. Da war kein Flugzeugträger mit bei. Und auch keiner hat seine, jedenfalls nicht in meiner Reichweite, seine Flugzeuge, seine Aufklärer und so gestartet. Da die Kuma zum Beispiel wäre auch. Erstmal geradeaus fahren. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, es ist ja häufiger der Fall, dass wenn man natürlich die Basis angreift, dass irgendwer zum Verteidigen kommt. Ich meine, die haben ja auch noch einen Zerstörer. Oh, bei uns wird schon gecapt, das ist scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das noch gewinnen hier. Die Möglichkeit besteht, der Punktevorsprung beim Gegner ist nicht so hoch und wir haben noch recht viele Schiffe. Kacke, dass ich hier diese Insel im Visier habe hier oder in der Sicht. Und der hat noch ganz schön viel Leben. Oh. Da sehe ich schon eine Nebelwand. Dann weiß ich auch, wo der Zerstörer ist. Da wir ja keinen mehr haben, kann es ja auch nicht unserer sein. Ich werde hier nochmal ein bisschen zapzarappen auf die Glocke. Rumps die Pupsi, ja, auch nicht. Das sieht ja. Ah! Alles im hinteren Teil. Und alles ging daneben. Naja, immerhin. Also ohne Aim Assist. Ja, schon wieder Videos gesehen, wo da Leute mit einem Aim Assist arbeiten. Also arbeiten im. Naja. Ihr wisst schon, welchen Sinn ich das meine. Oh, hier, Vogeltacker. Das könnte was werden jetzt. Falls hier nicht auch gleich wieder einer wegjaucht. Das ist eine ziemlich gute Flugbahn sogar. Wow! Da ist mein Zitadellentreffer. Zitadellentreffer. Ein einziger Treffer und gleich in die Zitadelle. Ja, klar, dass da das Schiff dann weg ist. So, hier wird sich noch der
Rumpst die Zerstörer aufhalten, das ist ja schon. Den vielleicht noch irgendwie wegsammeln, das wäre natürlich schön, schön, schön. Sieht auch nicht schlecht aus. Alter, was? Das hat er überlebt? Tja, jetzt ist natürlich Teufel Nachladezeit. Beschäftigt. Ne, so, ich krieg den noch nicht mehr. Der wird auch gleich verschwinden. So wie sie es oft tun. Ich muss den irgendwie noch kriegen. Einfach die Gefahr bannen und dann macht er eh gleich einen anderen. Yo, fuck. Scheiße, ich dachte, ich krieg das noch hin. Aber gut, dann cappen wir halt. Ich hoffe, die cappen nicht vor uns. Nichts in Reichweite hier. Ich habe auch so eine mickrige Reichweite für dieses für ein Schlachtschiff halt. Liegt daran, weil mein Schiff so alt ist. Eine Zeit lang war eine Reichweite von 15 Kilometer phänomenal. Da haben die sich ja die Finger nachgeleckt. Aber immerhin mit 14 Treffern 2 Schiffe versenkt. Ja, wir cappen doch. Wie haut Captain Dale? Fährt der rückwärts? Ich glaube, der fuhr rückwärts. Also ich würde schon gerne noch irgendwie auf 20 Treffer kommen. Gut, der beschützt unsere Basis, indem er wohl den Kollegen immer beschießt. Mir fährt vorwärts. Doch, doch, da könnte auch was reingehen. Oh, ich werde beschossen. Das heißt natürlich... Was? Wieso ging denn alles daneben hier? Motherfucker. Oh ja, oh, resettet. Jetzt wird es natürlich ein bisschen knifflig. Die Kongo jetzt würde ich auch nicht so eben mal versenken. Das ist doch scheiße. Wir haben es ja gleich. Aber wenn jetzt noch einer hier was auf die Zwiebel bekommt, wird es ja wieder nix. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Warte mal. Da kommt noch ein Kreuzer auf uns zu. Aha, alles klar. Und die Sau muss jetzt weg. Alter, das geht ja gar nicht. Wie frech muss man eigentlich sein, ne? Jetzt ist er weg. Nee. Jetzt ist er nicht weg. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich muss langsamer werden, sonst ich krieg den so nicht weg. Oh doch, das wird jetzt was, oder? Komm! Schwein! Der lebt ja immer noch mit 2. What the fuck, Alter, willst du mich verarschen? Komm jetzt aber. Der lebt mit 2 Leben hier, Alter. Ah! Puff! Mein dritter Kill. Okay, das war jetzt alles nicht sonderlich schwierig. Obwohl, ich meine, war schon ein bisschen knifflig, ne? Ja, wir mal zusehen, dass wir hier endlich gewinnen. Oh, scheiße, Mann. Es sah so gut aus. Naja, wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo oder auch nicht. Viel Spaß auch beim Zocken. Bis demnächst. Euer Knochen. Bussi, bussi. Ciao, ciao.